Skorpion, hier ist deine Tarotkartenlegung für den Monat März. Du bist hier bei den Astro-Antwort Impulsen. Mein Name ist Annie Dillmann und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Lass mich vorher sagen, bevor wir anfangen, es ist eine allgemeine Legung. Ich muss immer wieder daran erinnern, sie kann möglicherweise nicht zutreffen. Oder sie kann auch in Teilen nicht für dich zutreffen. Sei also immer bitte vorsichtig. Nimm auch nur das an, was tatsächlich für dich zutrifft. Des Weiteren entbinde dich das Legen, das Ansehen von Videos, die Prognose von Karten, nicht von der Verantwortung für dein Leben. Da du aber erwachsen bist, lieber Skorpion, weiß ich muss dir das eigentlich nicht sagen. Aber manchmal kommen halt Kommentare, wo man immer wieder sieht, dass die Leute tatsächlich nicht in der Selbstverantwortung sind. Das möchte ich hier nochmal gesagt haben. Wir legen jetzt für dich eine Hauptenergie aus. Wir legen eine Energie aus für den Bereich von Liebe und Zwischenmenschlichem. Eine Energie legen wir aus für den Bereich von Job, Geld, Finanzen, Berufung. Wir legen jetzt auch noch für jede Woche des März eine Energie aus. Und dann haben wir hier noch eine Quintessenzkarte. Nun bin ich natürlich sehr gespannt, wie immer, was ich zu sehen bekomme. Sollten wir hier kritische Bilder haben, können wir die immer noch klären mit dem Gilded Reverie. Was haben wir hier? Wir haben hier die Stärke liegen. Allerdings hat sich die Stärke jetzt auf den Kopf gedreht. Irgendwie bist du im März nicht ganz ausgeglichen, lieber Skorpion. Was an sich auch gar nichts Schlimmes ist. Wir wissen, Skorpion, du bist eine sehr leidenschaftliche Natur, an sich ein Mensch, der sowieso sehr starke Emotionen hat, der sehr leidenschaftlich in allen Dingen ist. Und ich frage mich gerade, was dich so aus dem Gleichgewicht bringt. Es kann sein, dass du im März irgendwie das Gefühl hast, so Herz und Verstand kippen immer mal so von links nach rechts. Das heißt, es könnte sein, dass du manchmal zu impulsiv reagierst oder manchmal einfach zu rational. Das ist nicht schlimm, lieber Skorpion. Es ist immer so. Das passiert uns allen hin und wieder, weil die Stärke steht dafür, unsere Impulse und Herz und Verstand immer im Gleichgewicht zu halten. Da wir aber hier in einer 3D-Welt mit hohen Anforderungen leben, kommt es immer mal wieder vor, dass wir halt so ein klein wenig immer hin und her geschubst werden. Es ist an sich ein schöner Frühlingsmonat, der März, aber diese Umstellung auf den Frühling, die kann natürlich auch immer so ein bisschen mit sich bringen, dass man erstmal ein bisschen unruhig ist. Was bei mir reinkommt, ist das Wort Unruhe, lieber Skorpion. Lass uns erstmal auf den Bereich der... Oh, was ist los, lieber Skorpion? Irgendetwas scheint in Sachen Liebe bei dir nicht zu stimmen in diesem Monat. Wir haben hier die vier der Münzen auf dem Kopf liegen. Und ich frage mich gerade, was das bedeuten soll. Es scheint also irgendetwas im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen zu geben bei dir, lieber Skorpion, wo du möglicherweise an etwas festhältst, und zwar krampfhaft an etwas festhältst, was möglicherweise nicht mehr richtig und gut für dich ist. Ja, so ist das ja auch schon so. Man hält das fest, was man hat. Aber die vier, die sagt auch immer, wenn jetzt ist die sechs der Münzen auf dem Kopf, entschuldige, weil ich habe meine Brille nicht auf, da habe ich jetzt die Zahl verkehrt gelesen. Wir sind ja bei der sechs der Münzen. Und die sechs der Münzen auf dem Kopf, die sagt geben und nehmen. Ne? Das ist ja das Thema der sechs der Münzen. Und die sechs der Münzen sagt immer, geben und nehmen ist nicht ausgeglichen. Und jetzt haben wir ja schon wieder eine Verbindung zu unserer Hauptenergie in diesem Monat. Warum geht es bei dir hin und her mit Gefühl und Verstand? Der Verstand sagt dir irgendwas, okay, ja, muss so sein. Dein Gefühl oder dein Bauchgefühl sagt aber im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen was ganz anderes.
der sagt, das Bauchgefühl sagt ja ganz konkret, ey, was soll das? Ich gebe hier und ich bekomme nichts zurück. Also sehr interessant. Wir müssen gleich mal da drauf schauen, aus welcher Richtung das kommen könnte. Also eine kleine Unausgeglichenheit sehe ich bei dir in diesem März, in diesem Frühlingsmonat, und das kann hier im zwischenmenschlichen Bereich der Hase im Pfeffer liegen, dass tatsächlich Geben und Nehmen nicht ausgeglichen sind. Zwischenmenschlich heißt für mich in dieser Legung, es muss nicht zwingend um eine Partnerschaft gehen, es kann auch um Bruder und Schwester gehen, es kann um Mutter, Vater gehen, es kann um Freunde, Bekannte gehen, es kann auch um Kollegen gehen. Ja? Es muss nicht zwingend direkt um den Bereich der Liebe gehen. Aber der zwischenmenschliche Bereich, da ist irgendetwas nicht ausgewogen, und so wie es bei mir reinkommt, Skorpion, gibst du etwas oder bekommst nichts zurück. Und das ist nicht richtig, lieber Skorpion. So, was haben wir jetzt hier? Im Berufsbereich, im Bereich von Berufung, Job, Geld, Finanzen, wirst du schon ganz schön schaffen müssen. Skorpione sind sowieso sehr loyal, die sind sehr treu, die sind sehr arbeitsam, die sind sehr eng verbunden mit ihrer Tätigkeit. Egal, ob sie jetzt, Skorpion sind, das redet natürlich wieder Quatsch heute an diesem Samstag. Skorpione sind immer sehr eng verbunden, sehr loyal und sehr gewissenhaft, gerade was ihre Arbeit angeht, sehr verbunden. Und die Skorpione neigen dazu, auch sich viel aufzuladen. Womit du rechnen kannst im Bereich Job, Geld, Finanzen, du wirst viel zu tun bekommen. Es kann schon im März ein wenig stressig werden, lieber Skorpion. Du solltest darauf achten in diesem Monat, ja, wir wissen ja alle, wir müssen ja auch, egal wie viel wir arbeiten müssen, müssen daran arbeiten, immer gesund zu bleiben. Da ich aber weiß, dass Skorpione immer sehr, sehr viel geben, neigen die auch manchmal dazu, sich auszupowern. Darauf musst du aufpassen, lieber Skorpion, in diesem Monat. Denn du hast eine leichte Unausgewogenheit und die kommt aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Und das kann natürlich dazu führen, dass du im Berufsbereich, Job, Geld, Finanzen, viel mehr oder viel schneller gestresst bist als sonst. Das kennt ihr bestimmt, ne? Wenn man sowieso gerade ein bisschen unausgeglichen ist, kann man den Stress bei der Arbeit viel schlechter vertragen. Da gebt ihr mir bestimmt recht. Hier musst du ein bisschen aufpassen. Lad ihr nicht mehr auf als unbedingt nötig. Geh in die Selbstreflexion, schau mal, bis jetzt Gefühl, Verstand, da bist du ein bisschen unausgeglichen in diesem Monat, lad dir also nicht so viel auf, aber es kann sein, dass du von außen eben sehr viel aufgeladen bekommst, dass du vielleicht trotzdem am Arbeitsplatz vielleicht ein bisschen Stress bekommst und dass dann zwischendurch mal dich sehr erschöpft fühlst. Schau immer, dass du gesund bleibst, lieber Skorpion, dass du ausgewogen bist, dass du genug trinkst, dass du auch vielleicht mal an die frische Luft kommst, dass du auch irgendeinen Weg findest, deinen Stress abzubauen. Ganz, ganz wichtig für dich in diesem Monat. Und jetzt haben wir, passt auch alles wieder zusammen. Jetzt gucken wir uns das schon wieder an, wie die Karten miteinander reden. Geben und Nehmen sind nicht ausgewogen. Wir haben jetzt schon den zwischenmenschlichen Bereich angesprochen. Lieber Skorpion, und jetzt haben wir auch noch die zwei der Schwerter auf dem Kopf liegen. Und ich frage mich, was willst du nicht sehen? Und welche Entscheidung scheust du dich zu treffen, lieber Skorpion? Was ist los bei dir, Skorpion? Irgendetwas scheust du dich zu entscheiden? Ich frage mich gerade, was es ist. Wir schauen später nochmal in die Klärung. Du bist hin und her, und habe ich es nicht gerade am Anfang schon gesagt, wie das hier wieder korrespondiert, wie die in den Zusammenhang kommen. Gedanklich, das sind deine Gedanken, um die es hier geht. Das macht dich nicht ausgeglichen. Es gibt in deinem Leben eine Entscheidung, die getroffen werden muss, lieber Skorpion. Und diese Entscheidung scheinst du nicht treffen zu wollen. Du kommst auf keinen Nenner, du kommst nicht in eine Richtung mit deinen Gedanken in diesem März. Und es kann sein, dass das nicht nur von dir kommt, dass du also nicht in diese Entscheidungskraft hineinkommst anfangs. Hier scheint es auch noch andere Personen zu geben, lieber Skorpion, die sich immer wieder in deine Gedanken hineinhängen.
Und das passiert ja meistens im familiären Bereich, im Freundschaftsbereich, vielleicht sogar im kollegialen Bereich, dass man eben darüber spricht, dass man eine Entscheidung treffen will, aber dass andere Personen diese Chance nutzen, um deine Entscheidungen immer wieder ins Wanken zu bringen. Das kann schon sein, lieber Skorpion, dass dieser Monat ein bisschen herausfordernd wird. Ich frage mich, worum geht es hier? Boah, ehrlich, voll wie. Du hast Krieg im Kopf, Skorpion. Was ist hier los? Was ist hier los? Und ich kriege immer mehr rein, dass es hier tatsächlich um den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Und das stresst dich natürlich mit rein. Ja, wenn wir privat belastet sind, dann sind wir auch im Beruf belastet. Das heißt, Stress macht uns viel eher zu schaffen. Und ich frage mich gerade, was hier bei dir los ist. Irgendwas im Bereich deiner zwischenmenschlichen Beziehung. Hast du es irgendwo mit einer Person zu tun, die nicht ganz ehrlich ist? Und lieber Skorpion, so leid es mir tut, ich muss dir hier eine deutliche Warnung aussprechen. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber du, Skorpion, und das sieht dir so überhaupt nicht ähnlich, ja? Skorpione sind doch eigentlich immer die, die so eine Intuition haben, denen man überhaupt nichts vormachen. Ich kenne Skorpione so, ne? Weil egal, was du einem Skorpion erzählst, wie du schwingst, du kannst einem Skorpion nichts vormachen. Die wissen immer, woran sie mit den Leuten sind. Aber vor irgendetwas scheinst du in diesem Monat die Augen zu verschließen. Und ich frage mich, was das ist. Das kribbelt mich richtig im Nacken. Irgendetwas ist hier nicht gut. Und eines, es mag, und ich hoffe, dass diese Legung nicht für viele Leute im Kollektiv hier zutrifft, weil es scheint hier um eine private Beziehung zu gehen. Du musst das gleich noch hinterfragen. Ja. Gut, Skorpion, was muss ich dir jetzt sagen? Zur vierten Woche März wird die Entscheidung fallen. Was auch immer du nicht entscheiden willst, im Bereich Geben und Nehmen, im Bereich deiner zwischenmenschlichen Beziehung, du willst keine Entscheidung treffen, sieht man, ja. Du hältst immer noch an etwas fest. Und das Schicksal wird Ende März in der vierten Woche dir diese Entscheidung abnehmen. Warum tut das Schicksal das? Warum tut das Schicksal das, Skorpion? Weil das Schicksal nicht will, dass du langfristig leidest, weil niemand leidet intensiver und leidenschaftlicher als ein Skorpion. Muss ich so aus meiner Erfahrung wirklich ganz deutlich sagen, ganz klar sagen. Aber du willst etwas nicht sehen, aber du musst es sehen. Und deswegen wird das Schicksal der Himmel persönlich hier eingreifen und das aus deinem Leben entfernen, was dir so viel Kummer bereitet. Lieber Gott, lass Abend werden. Was ist hier los, Skorpion? So. Es geht tatsächlich, wir haben hier eine Personenkarte liegen, wir haben einen König der Münzen liegen. Das ist eine männlich bodenständige Energie und eigentlich eine sehr gute Energie, wenn sie so liegt, aber so rum. Das heißt, wir haben hier den deutlichen Hinweis, Skorpion, dass es um eine Person in deinem Leben geht, die nach außen etwas darstellt, was sie nach innen hin nicht ist. Ein Blender, eine Blenderin. Ich will hier nicht geschlechtsbezogen werden. Nach meiner Erfahrung stehen diese Energien mehr, wenn es ein König ist, für einen Mann über 40. Aber es ist halt so eine männlich-materielle Energie. Es kann natürlich auch um eine Frau gehen. Hier geht es um eine Person, die dich geblendet hat, der ein Blender ist, eine Blenderin. Und diese Person verursacht in deinem Leben ein Ungleichgewicht. Kopf und Herz kommen nicht in den Einklang. Warum kommen Kopf und Herz nicht in den Einklang? Der Kopf sagt, du musst es endlich verstehen, dass das, was der Kopf dir sagt, lieber Skorpion. Das Herz sagt, ich habe mir aber doch das und das gewünscht. Ich will nicht sehen, dass diese Person nicht das ist, was sie zu sein scheint. Puh, krasse Nummer, lieber Skorpion. Krasse Nummer. Krasse Nummer. Ich frage jetzt nochmal das Lenormand und ich will mich hier auf diese ersten 3 Wochen im März konzentrieren.
Wir haben festgestellt, du bist unausgeglichen. Wir haben festgestellt, du hast es mit einem Blender zu tun. Du bist natürlich auch mehr belastet im Bereich von Job, Geld, Finanzen. Ich kann dir nur dringend raten, lieber Skorpion, nehme hier keine wesentlichen Veränderungen wahr in diesem Monat. Lass die Dinge sich beruhigen, denn das wäre eine falsche Entscheidung. Wenn wir so belastet sind, wenn wir gerade abgelenkt sind, zum Beispiel durch Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, trefft bitte keine Entscheidung, keine wichtigen. Keine Entscheidungen über neuen Mietvertrag, neuen Job, neue über Investitionen von Geld, größere Geldausgaben. Ich rede auch manchmal ein Quatsch, das ist einfach unglaublich. Ja, das ist einfach, wenn so viele Gedanken in meinem Kopf sind und die wollen alle gleichzeitig raus. Also, Skorpion, sei vorsichtig. Triff in diesem Monat keine wesentlichen Entscheidungen. Das Schicksal ist nicht gegen dich, sondern das Schicksal ist auf deiner Seite und will, dass diese Person hier, die ist Mist, die ist unehrlich, die ist ein Blender und die soll aus deinem Leben verschwinden. Und das Problem ist, du willst es nicht sehen, Skorpion. Willst keine Entscheidungen treffen. Und es geht so in ein ganz unangenehmes Hin und Her. Und es kann sein, dass diese Person, wo du keine Entscheidungen treffen willst, dass die urplötzlich aus deinem Leben verschwindet, so eine Art Ghosting oder so etwas. Könnte sein. Oder dass du erfährst, dass diese Person sogar dich betrogen hat, möglicherweise dich sogar beklaut hat, im schlimmsten Fall ein Blender ist, dass sie etwas Falsches erzählt hat, dass sie die Dinge verschwiegen hat. Und auf irgendeine Art und Weise wird in der vierten Woche diese Person aus deinem Leben entfernt, wie Unkraut aus einem Garten. Und das tut das Universum deswegen, um dich zu schützen. Ich weiß, Skorpion, wenn man etwas verliert, du hast in dieser Person irgendwas gesehen, ja? Klar, wenn man so ein leidenschaftlicher Mensch ist, wie du das bist, Skorpion, dann will man da auch nicht loslassen von dieser Vorstellung, weil das habe ich mir gewünscht, der oder die ist so, wie ich es mir immer gewünscht habe in der Liebe. Aber im Inneren spürst du ganz genau, dass da was nicht stimmt. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, Skorpion. Du willst es nicht sehen, du willst nicht von deiner Vorstellung loslassen, die du von dieser Person hast. Aber diese Person ist schlecht, muss es dir einfach sagen. Und diese Person, die führt dich dahin, dass du dich unwohl fühlst, dass deine Gedanken nicht zur Ruhe kommen, dass du ständig das Gefühl hast, dass irgendetwas nicht stimmt. Und sobald wir dieses Gefühl haben, stimmt auch irgendetwas nicht, Skorpion. Puh. Sind jetzt nicht die besten Nachrichten, aber wenigstens ehrlich. Schauen wir doch jetzt einmal mit dem Gilded Reverie hier auf diese Ecke. Was ist hier los? Gibt uns doch bitte mal eine Botschaft. Was ist das für eine merkwürdige Situation, um die es hier geht? Das sieht beunruhigend aus. Wir haben hier eine Hauptperson. Es spielt jetzt keine Rolle, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Es kann sein, dass hier zu dir Nachrichten kommen über Anrufe, WhatsApp, also irgendetwas, was digital ist, die hier eine Klarheit bringen, die du vielleicht nicht annehmen willst. Also irgendeine weibliche Person, die könnte vielleicht dir irgendeine Nachricht bringen, eine WhatsApp oder ähnliches, wo die Sache aufklärt. Und du hast es auf jeden Fall mit einer sehr unklaren zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Was willst du nicht entscheiden, Skorpion? Uah. So, wir haben den Reiter. Du hoffst einfach auf positive Nachrichten. Du fällst schon fast die ganzen Karten aus der Hand. Was willst du nicht sehen? Ja, diese Person, mit der du da zu tun hast, Skorpion, die hat auch noch was mit anderen zu tun. Ja? Du willst nur auf das Positive schauen und du schaust nicht auf das Negative. Und deswegen bist du nicht ausgeglichen, Skorpion. Ich kläre noch einmal die letzte Karte ab. Gib mir doch bitte mal zur 3 der Schwerter auf dem Kopf nochmal eine Klärung, was das hier eigentlich soll. Weil das ist ja ein Bild, das hier jenseits von Gut und Böse ist. Was ist da los? Unzuverlässigkeit, Unruhe, Launenhaftigkeit, also uns passt hervorragend ja zu der 7 der Schwerter. Ja?
Es kommt aber, es kann aber auch bedeuten, jetzt ist uns gerade die zweite Karte. Ja, schau mal. Es kommt Klarheit rein und es ist ganz einfach so gewesen. Wieso kommt mir hier ständig Ghosting rein? Ich weiß nicht, warum mir hier ständig Ghosting reinkommt. Weil wenn du eine Person im Privatbereich hast, kann sein guter Freund, gute Freundin, kann aber auch ein potenzieller Partner sein, um den es hier geht. Wenn der dann anfängt, dich auf einmal zu ghosten und dir unklar ist, warum du auf einmal abgeblockt bist. Das ist so eine typische Situation. Ich sag dir was, Skorpion, Ende März, wenn du abgeblockt wirst und dir nicht klar ist, dieses Unwissen, das macht einen verrückt. Und das ist einfach nicht zu bestreiten, aber belass es besser dabei. Ja, denn das, was da in dieser Person ist, das scheint einfach nicht gut zu sein. Und vor allen Dingen die Mädels unter euch sind gewarnt, die Skorpioninnen. Ja? Irgendeine Person blockt auf einmal aus unerfindlichen Gründen ab. Und meistens blocken Personen ab. Warum blocken die ab? Weil die etwas nicht sagen können oder nicht sagen wollen. Das heißt, und meistens sind das Personen, wer eine ehrliche Person ist, liebe Skorpione, Skorpioninnen, der blockt einfach eine Person nicht ab. Die sagt, was sie zu sagen hat. Die sagt, ich bin verheiratet, sagt, ich habe eine Freundin. Die sagt, ich will überhaupt keine Partnerschaft, ich will nur Sex. Ja, eine ehrliche Person kann immer ganz genau sagen, was sie will. Aber eine unehrliche Person schweigt immer. Und meine Mutter hat immer schon mal gesagt, die Muscheln, die beim Kochen nicht aufgehen, die soll man auch nicht essen. Und genau das ist das, was meine Mutter ist jetzt schon seit 2009 tot. Ich denke gerade daran noch an den Moment, wo meine Mutter mir das mal gesagt hat in jungen Jahren. Lass die Muscheln zu, versuch die Muscheln nicht aufzukriegen, denn in der Muschel ist nur etwas Faules drin, da ist faules Fleisch drin. Diese Muschel ist schlecht. Jetzt habe ich schon richtige Beklemmungen von dieser Legung. Ja, und das Problem ist, du kannst, du hast dieses Gefühl im Bauch von, da stimmt was nicht, du kommst mit dir nicht ins Reine, es macht dich unruhig, weil, und du kannst keine Entscheidung treffen, weil man dir immer so positive Komplimente, positive Nachrichten schickt. Und das hindert dich daran, man manipuliert dich auch ein bisschen, muss man jetzt auch dazu sagen. Und wie gesagt, ich bin erstaunt, dass Skorpione manipuliert werden können. Das ist mir ganz, ganz neu, aber man lernt auch immer was dazu. Seid bitte vorsichtig, liebe Skorpione und Skorpioninnen. Es ist nicht der beste Monat, um eine neue Liebe anzufangen. Es ist aber ein sehr guter Monat, um Dinge aus seinem Leben herauszubekommen, die bisher unklar waren. Dein Leben kann nur voranschreiten, Skorpion, wenn du tatsächlich die Bude ausfegst, wenn ich das jetzt einfach mal so salopp sagen darf. Du musst Ordnung machen in deinem Leben, denn da ist irgendeine Person, die es nicht allzu ehrlich mit dir meint. Diese Person muss definitiv aus deinem Leben verschwinden, wenn du keine Entscheidung triffst. Dann wird das für dich entschieden. Ganz klarer Fall. Ja, du hast diese Erfahrung vielleicht im Leben auch schon mal gemacht. Wenn Dinge nicht zu dir passen und du keine Entscheidung treffen wirst, wird für dich entschieden. Denn diese Person, die wir hier sehen, ist nicht für dich vorgesehen. Sie ist eine Prüfung. Ja, und das Zusammensein und der Kontakt mit dieser Person macht das hier mit dir. Und das ist deine Art nicht, das passt nicht zu dir und du musst eine Entscheidung treffen, Skorpion. Und das, was du hier siehst, das muss nicht zwangsläufig so kommen, wenn du ganz klar auf dein Bauchgefühl hörst und sagst, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Die Person beantwortet meine Fragen nicht oder ist manchmal nicht zu erreichen oder sonst irgendetwas. Oder verhält sich komisch und ich hinterfrage das Verhalten und ich bekomme keine klare Antwort, keine Erklärung, dann solltest du vielleicht von dir aus schon die Entscheidung treffen, hier Abstand zu nehmen. Ja, und dann sparst du dir diesen ganzen Rest. Vergessen wir nicht, es ist eine Prognose. Die Zukunft machen wir in der Gegenwart, liebe Skorpione.
Und das, was du in der Gegenwart, im Hier und Jetzt entscheidest, das formt deine Zukunft. Nur wenn du nichts entscheidest, lieber Skorpion, dann wird das, was du da gar nicht loslassen willst, was du so krampfhaft in deinen Händen hältst, ja, wird das weggenommen. Nur wenn du loslässt, lieber Skorpion, kannst du mit deinen Händen Wasser schöpfen. Der Spruch ist nicht von mir, das hat irgendein kluger Mensch mal gesagt. Wenn du Wasser schöpfen willst, wenn du empfangen willst, die Dinge des Lebens, dann musst du die Hände öffnen und nicht krampfhaft festhalten. Skorpion, ich wünsche dir in diesem Monat März viel Kraft. Ich wünsche dir die richtigen Erkenntnisse. Tritt immer mal einen Schritt zurück. Und hör bitte immer auf dein Bauchgefühl. Scheue dich bitte nicht, Entscheidungen zu treffen in diesem Monat. Ja, Skorpion, wenn dir die Legung gefallen hat, vergiss dein Däumchen nicht. Du kannst gerne ein kostenloses Abo in Anspruch nehmen. Dann bekommst du immer regelmäßig meine Sternzeichenlegungen. Ich wünsche dir viel Gesundheit. Erstmal alles Liebe und wir sehen uns im April wieder. Mach's gut.